Paralympics, die größte Kraftsportveranstaltung Kärntens, hier auf der Klagenfurter Messe. Wer nicht dabei war, kann nicht mitsprechen. Die stärksten Kärntnerinnen und Kärntner. Und da geht's hin für die Kamera. Und das in der richtigen Richtung über die Ziellinie. Jawohl, über die Ziellinie mit. Und die Zeitball. Jawohl, Stemmer. Aufpassen, dass nichts passiert. Jawohl, Stemmer. Hopp, 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 hopp. Ein verfließender Blick. Dritter Sack auf der Bühne. Es wird eine super Zeit. Jawohl! Hier kann das Sport mal wieder reden. Jawohl! Die letzten 10 Feuer mal jetzt noch einmal ordentlich an. Ja, Gerlos! Aber 20 Wiederholungen pro Bein werden hier gezählt. Gleich! Schon mit Dominik Graf und seinem Team. Und um 16 Uhr kann sich jeder, der hier... Nebenher macht er das perfekt. Weil er arbeitet wirklich mit den Beinen und mit dem Gesäßmuskel, wo die anderen früher hin. Jawohl, und er beißt durch. Da ist ein kleiner Buckel dann einiges ab. Genau, hopp, 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 hopp. Am Anfang sind 12.000 Kilogramm, die hier. Bis zur Ziellinie, genau. Und jetzt gehen wir fort. Auf. Wo liegen wir hier bei der Zeit? Auf die Linie. Und gehen wir, Andi. Hopp, hopp, hopp. Meine Damen und Herren, ein Kern. Hopp, hopp, hopp. Nein, haben wir auch schon. Schauen Sie sich das an. Ein Wahnsinn. Sonst ist er nicht ganz. Meine Damen und Herren, ein Kärntner hier mit dabei in der Internationalen. Und es werden eine Menge Wiederholungen, kann ich mir gut vorstellen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl, das muss jetzt eine große Anzahl gewesen sein. 16 Mal. Und hier jede Seite 130 Kilogramm, meine Damen und Herren. Die ersten 25 Meter haben wir mittlerweile bestimmt und es geht weiter. So wie es ausschaut, beißt er noch durch. Kommt er noch einmal herum. 1 Kilogramm pro Seite und es geht dahin und die Finger weg. Eine Minute darf er gehen. Das ist das. Das ist die Anrichtung. Es könnte zweiter Platz sein. Und auf den Kreuz eine Minute. Die 8 Minuten haben wir gern mit der Kessel hier. Jetzt sind die Schultern klein. Sieht man, wen das gut. Jetzt schauen Sie sich das an. 380 Kilogramm bereits. Dreht um in die andere Richtung zurück. Auch viermal diese Richtung. Das Mittel haben wir einmal auf der Hand. Challenge, auch hier die 50 Kilogramm Hantel für den Teilnehmer und es muss dann mit einer Hand frei durchgestreckt werden. Am Anfang darf die zweite noch dabei sein, bis zum Ablegen auf die Schulter und sind gefragt. Geht drauf, das heißt, es passt und er ist mit seinem Alter wirklich sensationell unterwegs. Das sieht man, das heißt, die eine geht sich noch aus. Und gehen wir nach oben! 85 Kilogramm günstig! Oh.
Sekunden hätten wir noch. Da geht noch einer. Bringt er sie nach oben, die Riesenhand mit 85 Kilo. Die ist oben, jawohl. Und er freut sich natürlich selbst über dieses Top-Ergebnis. Situationen. Ein international ausgedacht und approbiert worden. Der Handtasche. Dann mit dem Fuß das Brett durchschlagen möchte. Okay, sie ist nicht zufrieden. Okay, es soll höher gehen. Noch höher. Lara, bist du sicher? Noch höher. Okay. Dominik hoch mit dem Teil. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Wir stehen noch für Fragen. Ich bin noch gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielleicht ist das ein Bewerb. Der Sieger, gratuliere. Platz Nummer 1 für den Matthias. Da gibt es natürlich noch ein schönes Foto. Applaus für unsere Kämpfer des heutigen Tages. 18 Athleten waren mit dabei bei der internationalen Strongman Challenge. Bereitet die Athleten, wärmen sich auf. 12.30 Uhr in